Dieser Beamer hier ist extrem günstig, hat tausende gute Amazon-Bewertungen und soll tatsächlich ein 240 Zoll großes HD-Bild darstellen können. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Vielleicht haben wir uns auch gedacht und deswegen schauen wir uns den jetzt einfach mal zusammen an. Wir haben schon im letzten Beamer-Video so einen Amazon-Bestseller-Beamer vorgestellt. Das war damals so ein 70-Euro-Beamer, der dafür allerdings auch ein bisschen schlechteres Bild hatte, geringere Auflösung und geringere Helligkeit. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, blenden wir euch das mal hier ein. Schaut euch auch das gerne mal an. In den Kommentaren zu dem Video habt ihr uns aber gefragt, naja, gibt es da vielleicht auch was für ein bisschen mehr Geld? Immer noch günstig, aber mit einer besseren Auflösung und heller. Und wir haben uns das zu Herzen genommen, die Kommentare, haben mal gesucht. Der Beamer kommt jetzt von Top Vision, hat einfach nur die Modellnummer T21 und ist auch in den Amazon Bestsellerlisten und hat da auch wirklich tausende gute Bewertungen. Man muss bei Amazon-Sternen immer so ein bisschen vorsichtig sein, da wird ja auch gerne mal getrickst. Aber so als Tendenz ist das schon ein gutes Zeichen und hier sind wirklich die Mehrheit der Kommentare sehr zufrieden damit. Immerhin 100 Euro ist gar nicht mal so viel teurer, hat aber eine bessere Auflösung 720p und soll eben diese 240 Zoll Bilddiagonale darstellen können. Das sind 6 Meter, das ist schon krass. Wir können mal schauen, was es alles so dabei gibt. Wir haben einmal das Netzkabel, einfach mit so einem zweipoligen Stecker hier und dem Netzstecker. Wir haben ein HDMI-Kabel dabei, das ist so circa 1,5 Meter lang. Das hier war mit dabei, das habe ich jetzt schon ganz lange nicht mehr gesehen, wird man wahrscheinlich nicht brauchen. Eine Bedienungsanleitung haben wir dabei in verschiedenen Sprachen, unter anderem auch in Deutsch. Und eine Fernbedienung, die wirklich so das schlichteste Modell ist, was man irgendwie bekommen kann, aber komplett ausreichend ist, denn mehr als ein bisschen durch ein Menü navigieren und die Lautstärke einstellen wollen wir hier auch gar nicht machen. Zum Beamer selber gibt es auch gar nicht so viel zu sagen. Wir haben hier vorne die Linse, einmal mit so einer Abdeckung, die kann man aber einfach abnehmen. Dann haben wir hier den Regler, um eben die Schärfe, die Brennweite einzustellen, den Anschluss für das Netzkabel. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir die ganzen Anschlüsse hier für Kopfhörer, Audioausgang, AV-Ausgang, zweimal USB und den wichtigen HDMI-Ausgang. Wir haben hier hinten auf der Rückseite sogar einen VGA-Anschluss. Was wir über die Fernbedienung machen können, können wir auch über die Tasten hier oben machen. Auf der Unterseite haben wir dann noch so ein paar Noppen, dass der rutschfest ist. Hier ein Gewinde, um den Beamer zum Beispiel kopfüber unter die Decke zu schrauben, wenn man so eine Aufhängung hat, oder um auf ein Stativ den Beamer zu stellen. Wir haben natürlich auch hier in der Preisklasse kein Betriebssystem da drauf. Ein bisschen teurere Beamer haben auch schon mal ein Android-System drauf, wo man dann ganz viele Apps installieren kann. Das haben wir hier auch nicht. Die meiste Zeit wird man wohl nicht den Beamer einfach so benutzen, sondern ein Gerät über den HDMI-Eingang anschließen, entweder ein Laptop oder einen TV-Stick, wenn man Streaming nutzen möchte. Man kann dann darüber eben Netflix, Disney Plus, Amazon, was ihr an Videosachen habt, über das andere Gerät auf dem Beamer anzeigen lassen. Oder aber ihr schließt eine Konsole an, egal ob ihr eine PlayStation, eine Xbox, eine Switch habt. Das geht natürlich genauso über HDMI. Der Beamer unterstützt Full HD als Auflösung, das heißt, wenn ihr ein Gerät habt, was potenziell Full HD ausgeben kann, könnt ihr das hier drauf machen, auch wenn die Darstellung dann natürlich in 720p in HD Ready erfolgt. Damit sind wir auch beim Bild. Die Bildqualität ist, denke ich, das Wichtigste. Auflösung, ich habe es jetzt schon gesagt, 720p. Leider kein Full HD, das wäre der wünschenswerte Standard bei so einem Beamer, aber das liegt dann eben auch ein bisschen am Preis. Ist schon deutlich besser als 480p, was wirklich sehr, sehr an der Schmerzgrenze schon war. Man kann hier selbst kleine Schrift deutlich besser lesen. Man erkennt zwar noch die Pixel, aber wirklich nur, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, und für einen Beamer, denke ich, sind 720p dann schon okay. Wir haben ja auch eine sehr hohe Helligkeit. 7000 Lumen werden angegeben und ich finde, in der Praxis merkt man, dass er wirklich deutlich heller ist. Im Idealfall dunkelt man den Raum natürlich ab oder guckt einfach direkt nachts oder abends, wenn man halt sich so einen schönen Filmabend macht. Aber selbst wenn der Raum jetzt nicht perfekt abgedunkelt ist, dann ist das schon okay mit dem Bild hier. Es hängt natürlich ein bisschen mit der Entfernung zur Leinwand ab. Je näher ihr dran seid, desto heller wird das Bild, weil es einfach weniger streut, das Licht. Wir können das Bild auch noch ein bisschen anpassen. Wir haben über die Fernbedienung, über das Menü, können wir so ein paar Farbeinstellungen vornehmen. Den Kontrast, die Farbsättigung, die Helligkeit auch einstellen. Das ist alles nicht viel. Wir haben auch so ein paar voreingestellte Profile, die jetzt keinen riesen Unterschied machen, aber man hat eben die Möglichkeit, noch ein bisschen das Bild anzupassen, wenn man da so kleine Veränderungen vornehmen möchte. Aber insgesamt ist das schon verdammt gut von der Helligkeit her, kann ich nicht anders sagen, da war ich positiv von überrascht. Während Jens sich gerade so einen extra günstigen Beamer anschauen darf, haben wir uns ein eigenes Heimkino eingerichtet mit unserem heutigen Werbepartner, dem 4Movie Theater 4K Ultra Kurzdistanz Beamer. Der erzeugt schon aus einem halben Meter Entfernung eine Bilddiagonale von 150 Zoll und das sogar in nativer 4K-Auflösung. Mit 2800 Ansi-Lumen ist das Bild natürlich sehr hell und dank der ALPD 4.0 RGB-Technologie ist das Bild auch kontrastreich und hat eine gute Farbdarstellung. Der 4Movie Theater ist dabei der erste Ultra Kurzdistanz Beamer,
der Dolby Atmos und Dolby Vision unterstützt. Die Lautsprecher kommen dabei vom renommierten Audiohersteller Bowers & Wilkins. Von daher dürft ihr einen sehr guten Sound erwarten. Mit Android TV als Betriebssystem unterstützt der Projekt dann natürlich auch tausende Apps und auch YouTube. Den Button dazu gibt es sogar direkt auf der Fernbedienung. Und zocken kann man damit auch. Wenn du dir dieses Kinoerlebnis auch in deine eigenen vier Wände holen willst, dann findest du den Link sowie weitere Infos zum Beamer in der Videobeschreibung. Und jetzt zurück zu Jens. Streaming habe ich schon angesprochen und Gaming auch. Gaming ist vielleicht noch ein Punkt, zu dem man noch was sagen kann, denn da sehe ich den Beamer sogar ehrlich gesagt ein bisschen eher als zum Filmeschauen. Es gibt noch das Thema Input-Lag, das ist, meint immer die Verzögerung. Das hat man bei Beamern manchmal zwischen der Eingabe und der Darstellung. Nicht, dass man jetzt hier quasi eine Taste drückt und der Charakter im Spiel macht dann aber erst leicht verzögert was. Das ruiniert einem so ein bisschen das Spiel. Input-Lag konnte ich jetzt hier nicht feststellen. Ich habe hier ein paar Spiele drauf ausprobiert und das war wirklich in Ordnung. Wenn ihr jetzt komplett kompetitiven Online-Ego-Shooter spielt, dann ist das vielleicht eh nicht das beste Gerät dafür, aber wenn ihr einfach hier alleine mal eine Runde drauf zocken wollt, dann funktioniert das sehr gut und dann ist da auch keine merkliche Verzögerung feststellbar. Ein wichtiger Punkt ist aber noch der Sound, der Ton des Beamers. Lautsprecher sind immer so ein Thema. Auch hier erwartet bitte, bitte kein super Klangerlebnis. Die Lautsprecher sind wirklich in Ordnung. Ich finde, gerade im Vergleich zu dem kleinen Gerät werden die weniger kratzig, wenn man den Ton mal lauter stellt, aber sie werden auch nicht besonders laut und hier fehlt, gerade wenn man Musik hört, fehlt so ein bisschen der Wumms dahinter. Wenn ich jetzt einen ganzen Film hier drauf gucken würde oder einen Serienmarathon vorhätte oder sowas, dann würde ich schon eher schauen, dass man hier vielleicht über den Audioausgang einen Lautsprecher anschließt, ein bisschen eine bessere Soundquelle hat. Das lohnt sich dann schon, denn wie gesagt, man versteht ja alles, der Sound ist okay, aber überhaupt nicht berauschend. Und was machen wir mit denen, die die Freiheit gewählt haben? Ihr werdet sie nach unten bringen, in das Untergeschoss des Gebäudes. Und dort sperrt ihr sie ein. Ich weiß, das ist bedauerlich, aber das sind genau die, die einen weiteren Aufstand anzetteln könnten. Ebenso wichtig beim Ton ist aber der Lüfter, denn das ist auch bei jedem Beamer ein Problem. Der wird natürlich warm und muss gekühlt werden, deswegen ist hier ein Lüfter drin und den Lüfter hört man. Und das ist auch leider hier der Fall und man hört ihn deutlich. Das ist gerade, wenn man lauten Ton hat, nicht so störend, aber ihn zu überhören ist auch fast nicht möglich. Das heißt, ihr werdet hier immer dieses leichte Hintergrundrauschen haben, weil der Lüfter eben die ganze Zeit an ist. Das ist ein bisschen störend und das ist gerade beim Filmeschauen für so ein bisschen der Dealbreaker für mich. Da gibt es leisere Modelle schon, aber das ist meistens auch bei teureren Beamern der Fall. Ein Punkt, auf den ich noch unbedingt eingehen muss, ist die Bildschirmdiagonale. Denn man schreibt hier ganz groß in die Überschrift und in die Produktbeschreibung, dass der Beamer 240 Zoll darstellen kann. Aktuell, wenn man sich so einen Fernseher kauft, dann hat er meistens 40 bis 60 Zoll. Es gibt natürlich auch 80 Zoll Fernseher oder sogar 100, aber dann ist man schon in einem sehr teuren Preisbereich. Und selbst ein Beamer wird oft mit 150 Zoll oder so beworben. Das ist schon immer noch ziemlich viel. Hier sagt man jetzt ganz klar, 240 Zoll, das sind, wenn man umrechnet, 6 Meter Diagonale. So viel Platz hat eh kein Mensch zu Hause. Aber wir haben gesagt, wir probieren das mal aus. Wir wollen natürlich mal testen, wie sieht das denn aus, wenn man so ein großes Bild macht. Und tatsächlich kann man über das Rad hier den bis auf eine Größe von 6 Metern in der Bilddiagonale scharf stellen. Dabei, und das haben wir mal gemessen, muss er ungefähr 7 Meter von der Wand wegstehen. Und was soll ich sagen? Es funktioniert. Man kann den Beamer scharf stellen bis auf diese Größe. Das heißt, das Bild sieht gut aus mit den 720p, die man eben hat. Was mir da eigentlich als erstes in den Sinn kam, war eigentlich so ein Zockerabend, weil da ist es jetzt vielleicht nicht so ganz wichtig, dass da das Pixel perfekt aussieht irgendwie, aber wenn ich jetzt so einen Mario Kart Abend mache und sage, ey Leute, ich habe hier einen Platz und habe hier einfach eine 240 Zoll Projektion und dann stellst du dir ein Sofa davor, setzt dich da mit der Konsole hin und spielst da drauf eine Runde, dann ist dir auch egal, dass die Auflösung da nur 720p ist. Das sieht einfach verdammt gut aus und wenn es dunkel ist, dann ist der selbst auf diese Entfernung hell genug. Du brauchst natürlich den Platz dafür und ich würde auch da auf jeden Fall einen Lautsprecher anschließen, denn man ist dann in einem größeren Raum oder sogar im Freien und da reicht dann hier wirklich der Lautsprecher nicht aus. Positiv ist, dass dann der Lüfter nicht mehr stört, weil den merkt man dann wirklich nicht mehr. Aber dann klappt das auch auf 240 Zoll Größe. Das Bild ist hell genug und man kann einfach mal einen Abend darauf zocken. Finde ich super. Ist der Beamer jetzt auch mit dieser großen Bildschirmdiagonale ein Heimkinoersatz? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich finde wirklich 720p. Man kann darüber hinwegsehen. Ich finde es aber wirklich nicht mehr zeitgemäß. Ich finde, ein Beamer, auf dem man regelmäßig Filme und Serien gucken will, sollte Full HD mindestens haben. Bei einem Fernseher ist man ja sogar schon bei 4K eher. Ein Beamer wirkt einfach noch mal ein bisschen anders. Wenn ihr
den als Fernsehersatz wollt, dann guckt lieber nach was mit Full HD. Das können wir vielleicht auch noch mal in Zukunft testen. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr auch da noch mehr Beamer-Videos sehen wollt. Aber als Heimkino sehe ich ihn nicht. Aber das Beispiel, was ich genannt habe mit dem Zocken, da finde ich es dann schon wieder stark. Für den gelegentlich mal auspacken, er ist immer noch ziemlich leicht, mal eben schnell wohin mitgenommen, aufgestellt, Konsole anschließen, dann finde ich das eigentlich ganz cool. Und man darf nicht vergessen, der Beamer kostet 100 Euro, im Angebot auch mal weniger. Und da kann man dann wirklich nicht meckern und auch über diese kleinen Schwächen hinwegsehen, zum Beispiel der etwas laute Lüfter und eben die nicht ganz perfekte Auflösung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da, abonniert gerne auch unseren Kanal. Wir haben noch viel mehr Videos zu Beamern, zu Smartphones, zu ganz vielen Technikprodukten. Wenn ihr zu Beamern speziell noch mehr sehen wollt, dann schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Sollen wir vielleicht auch mal einen Full-HD-Beamer ausprobieren? Was kriegt man vielleicht für noch mal ein paar Euro mehr? Schreibt uns das gerne. Ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.